Am ehemaligen Gymnasium in der Kreisstadt Herzberg wurde der alte Schulhof zu einer neuen Freifläche umgestaltet. In Anwesenheit zahlreicher Gäste konnte Bürgermeister Carsten Eule-Prütz die Fläche jetzt der Öffentlichkeit übergeben. Nachdem die Nutzung des ehemaligen Gymnasiums als Volkshochschule endete, verwahrloste der ungestaltete Platz zunehmend. Die Stadt entschied sich, gemeinsam mit der Denkmalbehörde, diesen zu einem Ort des Verweilens umzugestalten. Die neue Freifläche erhielt so eine neue Wegedecke, die von bepflanzten Rabatten eingefasst ist. Zum Verweilen laden Bänke und denkmalverträgliche Klangelemente wie ein Summstein, eine Klangsäule und ein Lithophon mit 5 Steinen ein. Das gesamte Projekt kostete 170.000 Euro. Das Land Brandenburg förderte das Projekt mit 140.000 Euro.